So, liebe Zuschauer, da sind wir wieder und jetzt geht's mit so ein bisschen Heimwerken oder ich würde mal sagen mit, ja, kleinen Umzugsmacken los bei uns, denn wir haben was Schönes für Sie vorbereitet. Das heißt, Sie können jederzeit Dinge reparieren und zwar mit ganz einfachen Mitteln. Wie das funktioniert, werden Kathi und ich Ihnen jetzt zeigen und anfangen tun wir mit einem Thema, wenn in einem Holz ein Kratzer drin ist. Dann ist es meistens nicht so schön. Nee, und gerade du hast ja angesprochen, wenn man umzieht zum Beispiel, ja, dann schauen natürlich die Vermieter immer genau noch mal hin und gucken. Gerade bei den Türen hat man das, glaube ich, auch gerne, ne? Dass dann da so Macken reinkommen. Eckchen drin. Das ist immer unschön und das kann sehr, sehr teuer werden. Und dann zeigen wir ihnen natürlich Produkte, mit denen sie selber mal einen kleinen Hand anlegen können. Und dann kommen sie ganz preiswert davon. Genau, und anfangen tun wir jetzt mal mit dem Thema Kratzer rausschleifen. Und da haben wir einen wunderschönen kleinen Exzenter-Schwingschleifer von AGT. Die kriegt man normalerweise im Fachhandel immer so für, naja, 39, 49, 59 Euro. Kann natürlich auch nach oben preislich gehen. Viele von Ihnen kennen AGT. Und AGT ist nun für uns das Synonym für absolute Top-Werkzeuge. Ja. Und dieser kleine Schwingschleifer, mit dem kann man wunderschön raue Oberflächen super glatt machen. Funktioniert wie bei allen anderen Schwingschleifern auch. Ich habe mein Schleifpapier unten dran mit Klett. Und Sie sehen es hier mal im Film, man kann damit wirklich super handlich arbeiten. Mhm. Es geht wirklich ganz toll. Die Oberfläche wird wieder richtig schön glatt. Und gerade auch, wenn man mal so eine Tür irgendwie ein bisschen bearbeiten möchte, irgendwo einen Kratzer rausmachen, dann geht das hier ganz einfach. Der liegt echt gut in der Hand. Mich hat das ja total begeistert. AGT ist natürlich, du hast es schon angesprochen, eine tolle Marke hier, die wir haben. Und auch die Qualität, die kommt in allen AGT-Geräten immer wieder. Zum Beispiel, dass man hier sehen, hier oben ist das alles gummiert, da wo man anfasst. Wir haben hier diese wirklich tolle Form. Das liegt sehr gut in der Hand, wenn man das hier so mal hält. Man merkt direkt schön ergonomisch alles. Damit kann man auch schön lange arbeiten dann. Ja. Und das Tolle ist, das sehen Sie jetzt hinten dran, ist auch ein Auffangsäckchen für den Staub dabei. Wenn Sie jetzt also nicht gleich mit einem Staubsauger arbeiten wollen, dann machen Sie es halt einen ganz einfach hier mit dem Auffangsäckchen. Ist absolut dicht und der Feinstaub wird sofort aufgefangen. Das heißt, ich kann also auch in geschlossenen Räumen, wo Möbel sind, am Schluss auch noch arbeiten. Dass er richtig was abnimmt, dass man mit dem schleifen kann, möchte ich Ihnen mal kurz zeigen. Denn wenn Sie allein schon mal so ein Brett haben, wo hier einfach mal die Kanten mal schön gefasst oder entgratet werden sollen und die Oberfläche halt noch ein bisschen zu rau ist, dann gehen wir da mal mit unserem Exzenter-Schleifer dran. Und der macht das ratzfatz und ruckzuck. Und Sie sehen es, super handlich zu arbeiten. Und das Schleifergebnis sieht man eigentlich auch sofort. Und es staubt gar nichts, ne? Nee, überhaupt nicht. Ganz toll. Ruckzuck hat man damit seine Oberfläche wirklich glatt. Da ist kein Holzspan dann mehr, der in die Finger sich irgendwie einziehen kann, sondern es wird sofort schmeichelweich alles. Das Schöne ist, dass die Schleiffläche, wie bei vielen anderen auch, bloß hier ein bisschen größer ist. Das heißt also, wie du es vorhin gesagt hast, ja, da ist kein Schleifpapier drauf, deswegen hat es nicht funktioniert, dann machen wir nochmal eins. Das Tolle ist, dass ich vorne jetzt so eine Spitze habe. Das bedeutet also zum Beispiel auch zum Fenster neu lackieren. Wenn ich mal in die Eckchen rein will, Sprossenfenster, kann ich natürlich mit der Spitze super arbeiten. Jetzt haben wir das gerade bloß ein bisschen glatt poliert. Ich möchte Ihnen nochmal zeigen, wie gut das geht. Also nochmal anfangen. Moment, einmal richtig aufsetzen. So, guck mal her. Und das ist jetzt. Es geht 40er. Auch ganz leicht zu wechseln, ne? Ja, also ist diese ganz Oberflächen. Wichtig. Es gibt ja verschiedene raue Oberflächen dann auch, je nachdem. Jetzt kommt nämlich wirklich unten das Holz durch. Und damit kann ich dann natürlich hier jegliche Dinge an Holz, die wirklich vorher rau waren von der Oberfläche. Guck das mal an. So, jetzt haben wir das beste Ergebnis da. So kann man das schleifen. Der kostet bei uns 23,66 Euro. In der Größe sind sie normalerweise bei einem Exzenter Schwingschleifer schon bei 60, 70 Euro. Und das finde ich bei AGT immer wieder gut. Wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge Testberichte von unseren Profi-Werkzeugen gekriegt, dass ich hier für kleines Geld wirklich einen Helfer habe. Ob das jetzt ein Tisch ist, der abgeschliffen werden muss. Ob ich eine Front von der Küche mal neu schleifen und lackieren will oder bekleben will. Es ist eigentlich für jeden Einsatzzweck gedacht. Sollten Sie, wie du es vorhin auch angedacht hast, bei einem Parkett mal einen kleinen Knacker drin haben, vielleicht haben Sie das Glück, eine geölte Oberfläche zu haben, kann ich hier ganz einfach mal punktuell nacharbeiten. Denn normalerweise ist zum Beispiel Parkett aufarbeiten eine riesen umständliche Sache. Da muss wirklich ein Fachmann kommen. Sich da selber dran zu trauen, würde ich Ihnen nicht empfehlen. Der arbeitet mit 12.000 Umdrehungen. Das heißt, der nimmt richtig
sich was ab und sowas gehört eigentlich in jeden Heimwerkerhaushalt. Ja, finde ich auch. Da kann man wirklich mal kleine Aufgaben auch gut selber erledigen mit so einem Gerät. Das ist klein, das ist handlich, ganz kompakt und für 23,66 Euro, da überlegen Sie jetzt gar nicht lange, sondern greifen hier direkt zu. Aus dem Hause AGT, unser Profi-Schwingschleifer, 23,66 Euro unter der Bestellnummer NX5238 und der 569. Ein tolles Gerät, also liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand, hier oben an- und ausschalten. Da staubt doch nichts ein. Hinten das Säckchen, hast du schon gesagt, da kommt dann der ganze Staub rein, das kann man dann auch abnehmen hier hinten. Das ist überhaupt kein Problem, kann das mal ein bisschen ausschütteln und den Staub da wieder rausholen, dann wieder hier drüber ziehen. Das geht ganz einfach und das ist wirklich dann schön. Also ein tolles Werkzeug. Ich bin von diesen AGT-Produkten immer wieder total begeistert, vor allem was hier auch Preis-Leistung angeht. Das haben uns jetzt auch in der Chip zum Beispiel, was unseren Akkuschrauber betrifft. Gucken Sie da mal rein, in der aktuellsten Ausgabe. Die Tests bewiesen, es ist einfach traumhaftes Werkzeug für kleines Geld, genau für die Menschen, die einfach keine Lust haben, 100, 200, 300 Euro für so ein Werkzeug auszugeben. Was ich jetzt aber dringend dazu benötige, und das sollten Sie sich gleich dazu bestellen, das ist eine passende Auswahl an Schleifpads, also diesen Aufsätzen, die du gerade schon gezeigt hast, in unterschiedlichen Körnungen, wie man heute so schön sagt. Und da haben wir die Körnung 40, 60, 80, 100 und 120 dabei. Das bedeutet also für grobe Oberflächen, die erstmal grob vorgeschliffen werden müssen, 40er. Und dann kann ich mich ja immer feiner nach oben arbeiten. Sogar dann bis zu Endschleifbearbeitung, wenn ich zum Beispiel jetzt klassisch mit Acryllack eine neue Tür, also eine abgeschliffene Tür schleifen will, dann muss ich meistens noch mal einen Zwischenschliff machen. 120er Schleifpapier, also Körnung auch noch mit drin. Das dann nehme ich das einfach ab und mache das kleinere drauf. Ne? Ich nehme hier so ein ganz feines jetzt. Und das ist eben der Vorteil von den Klettverbindungen, denn ich habe rasend schnell das gewechselt. Sie sehen es unten auch, die Löcher für die Staubaufnahme drin. Da ist innen drin ein kleiner Rotor, der den Staub dann innen in den Sack befördert. Für 4,66 Euro 10, also jeweils zwei von der Körnung her, 40, 60, 80, 100, 120, kriegen Sie bei uns für 4,66 Euro. Sie brauchen gar nicht anzufangen, im Baumarkt zu vergleichen. Da kosten zwei bis vier von den Aufsätzen schon 7 Euro. Also das ist wirklich ein Wahnsinnspreis und das ist AGT Originalherstellerqualität. Ja, würde ich mir am besten gleich zwei oder drei von diesen Sets mit dazu bestellen, gerade für den Preis, die TV-Sonderpreis 4,66 Euro, dann haben Sie gleich genug da und können dann immer mit Ihrem Schwingschleifer wieder loslegen. Ja, und damit haben Sie dann natürlich auch immer was in Reserve, denn Schleifmittel unterliegen natürlich einer Abnutzung und die müssen immer wieder getauscht werden und es ist blöd, wenn ich halt nichts auf Reserve habe und dann dastehe und irgendwie vielleicht mit dem Finger anfange zu schleifen, das funktioniert natürlich nicht. Eine wunderschöne Sache, auch hier 4,66 Euro, ein überragender Preis und damit kommen wir zum nächsten Thema, denn es gibt ja im Haushalt immer mal so Situationen, wo ein kleiner Kratzer in einem Möbel drin ist, ein schöner Sekretär, vorne irgendwo ein kleiner Kratzer drin, Erbstück von Oma und Opa, von ihren Eltern. Und so ein Kratzer, den sieht man immer wieder. Man ist noch gar nicht im Wohnzimmer und denkt schon an den Kratzer. Und da haben wir jetzt was ganz Feines für Sie, und zwar sogenannte Korrekturstifte von AGT. Das sind drei verschiedene Stifte. Die gibt es in hellbraun, mittelbraun und dunkelbraun. Da kriegen Sie eigentlich für jeden Farbton die passende Nuance hin. Und mit denen muss ich eigentlich bloß über eine schadhafte Stelle drüber tupfen. Schon ist die Oberfläche wieder versiegelt und man sieht den Kratzer nicht mehr. Und die sind für Holz und Furnier, ne? Ganz genau. Also alles, was mit Holz zu tun hat, wir können es Ihnen hier mal zeigen im Film. Das ist wirklich absolut easy. Und wir haben hier auf dem Laminat so einen richtig fiesen Kratzer drauf. Ja? Ah, super, du hast schon ein paar mehr da. Und auch auf einem Laminat geht es am Schluss. Da sehen Sie jetzt auch hier, wenn man ganz leicht mit dem Tuch nachher drüber tupft, das schön trocknen lassen, eigentlich sehen Sie gar nichts mehr. Und das Tolle ist, dass ich natürlich die Farben ineinander arbeiten lassen kann. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auf dem Laminat so einen richtig fiesen Kratzer drauf. Den sieht jeder. Das macht gerade so einen dunklen Fußboden einfach kaputt. Ja. Ja, das sieht grausam aus. Und da kann ich jetzt mal gucken, wie sieht es denn mit den Farben aus. Und dann tupfe ich mit den Fugenstiften einfach mal diesen Bereich aus. Und was Sie sehen, ist, dass sofort eigentlich gar nichts mehr zu sehen ist. Und das hält tatsächlich auch richtig lange. Mhm. Ja, das ist eine ganz leichte Lackkonsistenz. Und damit habe ich kleinste Kratzer in Sekundenschnelle wieder repariert. Und überleg mal, das für 2,76 Euro, das ist der Wahnsinn. Wenn Sie irgendwo einen Kratzer drin haben und da das reparieren möchten selber, egal ob Holz oder Furnier, diese drei Stifte, 2,76 Euro im Dreier-Set. Und dann haben Sie immer die passende Farbe da und können kleinere Kratzer wirklich selber sehr, sehr gut korrigieren. Hier sehen Sie nochmal die unterschiedlichen Farben. Dann können Sie sich immer direkt an Holz heranarbeiten. Du hast es auch gesagt, man kann die dann auch sehr gut mischen.
Tischen, um das wirklich perfekt anzupassen. Und das halt für das Geld, also 2,76 Euro, das ist der Wahnsinn. Man fällt dann gar nicht mehr auf, dass man da mal so einen Kratzer hatte. Das ist toll, ne? Das Problem ist, wenn man lackierte Oberflächen verletzt, dann kann Wasser eintreten. Das heißt, das Holz fängt an zu quellen. Irgendwann wird dieser Kratzer dann dunkel. Der wird grau, der wird schwarz. Gerade auf Möbeln sieht das grausam aus. Hier können Sie es tatsächlich wieder versiegeln. Es passiert überhaupt nichts. Und sowas sollte man eigentlich immer im Haus haben, vor allem, wenn man eigentlich kein Handwerker ist. Wenn jetzt jemand anfängt, ja, das muss gewachst werden, das muss man abschleifen. Viele Leute stehen da einfach auf dem Schlauch und sagen sich, im Moment, ist es denn da den Aufwand wert? Aber gerade bei Möbeln, schauen Sie sich das mal an, einfach nur mit den Stiften hier arbeiten, das kann definitiv jeder. Nachher ein bisschen ein- und abpolieren und schon ist die Stelle eigentlich am Schluss wieder tipptopp. Ja, das ist super. Also schauen Sie sich diesen Vorher-Nachher-Effekt an. Der Wahnsinn einfach. Und das für so kleines Geld, 2,76 Euro. Und dann haben Sie Ihre Kratzer zack unsichtbar gemacht. So muss das doch sein. So wünscht man sich das. Gerade auf so einer Kommode. Oh, der ist so auffällig. Und dann zack, alles wieder weg. Sideboards, alles was Möbel betrifft. Ja. Vielleicht haben Sie eine Küche, die Echtholzfronten hat, dunkles Holz, je nachdem. Gibt heute viele, die noch eine Eicheküche haben. Da ist das natürlich dann auch mal angesagt, weil da kann schnell mal passieren, ein Messer, was runterfällt, irgendwo an der Kante hängen bleibt. Es geht aber noch viel einfacher. Und da kommen wir jetzt eben so zu etwas mehreren Kratzern. Das kennt man so von Tischen. Wenn man normalerweise entweder mit Schmuck oder mit einer Uhr am Tisch sitzt, da gibt es dann irgendwann, speziell bei klassischen Arbeitsplätzen, immer ganz leichte Kratzer auf der Tischoberfläche, weil ich ständig mit meiner Uhr darauf arbeite und so ganz feine Kratzer entstehen. Da haben wir auch was für Sie, nämlich ein Kratzerversiegelungsspray für Holz. Und das sind auch wieder drei verschiedene Farben. Ist in der Handhabung genau das Gleiche. Das heißt, wir können einfach mal hier diesen Kratzer, kannst du gerne mal machen. Das sind nämlich drei unterschiedliche Farben dabei. Und dann kannst schaue ich einfach mal, was ist das? Das ist jetzt ganz dunkel. Das ist ganz dunkel, dann gibt es das Mittel und das Helle, also für so gut wie alle Farben geeignet. Und dann sprüht man das einfach drüber. Einfach mal ein bisschen pumpen, das fängt gleich an zu sprühen. So, das ist jetzt sehr dunkel. Das ist nicht so schlimm, dann nimmst du mal ein bisschen das Hellere. Und dann haben wir den Vorteil, dass man dann eben die ganze Sache auch wirklich tipptopp machen kann. Ich bin mal ganz kurz weg und hol mal schnell das, was man braucht. Ich misch das jetzt mal, ne? Du kannst es gerne mal ein bisschen mischen und vor allem dann in den Kratzer verreiben. Ich arbeite das mal ein bisschen ein. So, und da sieht man jetzt schon sofort den Effekt. Schau mal. Schau mal. Siehst du von dem Kratzer noch was? Nee, schau mal, der ist wie weg. Und das Holz wird natürlich auch toll gepflegt, ne? Schau mal, wie das dann glänzt. Hier das ganz ist eine toll. Ganz und zack, tolle der Kratzer Sache. Ist weg. Sehen Sie den Kratzer noch? Sehen Sie, wie das wie der Laminat der Kratzer. Jetzt aufhält? Jetzt ist er weg. Ist das toll? Also, auf Laminat geht's auch. Und das riecht auch so gut, ne? Riecht richtig klasse. Wir sind ein bisschen, also kennen Sie noch, diese Polyball von früher, diese ganzen klassischen Polier. Schau mal, hier sind auch noch so Kratzer. Warte, ich mach da auch noch mal was drauf. Genau, gib mal Gas. Schau mal, hier sieht man auch noch. Ich mach mal hier. So, und das ist jetzt die perfekte Farbe. Und jetzt gehst du einfach mal drüber. Und das Thema hat sich erledigt. Das sieht aus wie neu. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wie die Farbe wieder rauskommt. Und gerade bei Holz ist das eine ganz tolle Sache. Oh, hier auch an so Kanten, ne? Guck mal, wo das so ein bisschen abgestoßen ist. Da wird das ganz wie neu. Das ist toll. Das ist übrigens auch ganz schön, wenn Sie jetzt ein Laminat, ein Klicklaminat zu Hause haben, der mit der Zeit anfängt zu arbeiten. Das ist bei Klicklaminat ganz normal, weil der wird nicht mehr geleimt. Da kann es mal sein, dass mal ein Eckchen weg ist. Kann ich zum Beispiel mit diesem Holzversiegelungsspray auch super arbeiten. Irre. Furniermöbel, Massivholzmöbel, das ist eigentlich völlig egal. Den Effekt sieht man, glaube ich, in Sekunden schneller, oder? Ja, ich bin gerade total begeistert, weil man sieht wirklich gar nichts mehr. Gar nichts und mehr. Hier, das ist also der Punkt. Man sieht den Kratzer natürlich oder man fühlt den Kratzer quasi ja in der Oberfläche, aber er ist nicht mehr auffällig. Also man sieht ihn gar nicht mehr, wenn man drauf guckt. Es ist total genial. So, und wenn Sie jetzt in der Stehhöhe, also je nachdem wie groß Sie sind, von 1,50 Meter bis 1,70 Meter auf den Fußboden runtergucken, dann ist tatsächlich nichts mehr zu sehen. Und vor allem kann der Boden auf Dauer auch keinen Schaden nehmen, weil ich natürlich die Oberfläche versiegelt habe. Richtig tolle Sache, ganz einfach in der Bedienung. Und ja, vom Geld her ist es natürlich auch nicht viel. Ne? Also, nee, kleines Geld. 6,50 Euro hier, so muss das sein. Ja, sehe ich auch so. Aber jetzt gibt es natürlich noch andere Themen, nicht nur Holz, sondern es gibt ja auch das Thema Bad und Fliesenspiegel in der Küche. Und was da mal passieren kann, wenn man in eine neue Wohnung einzieht, besser gesagt in eine neue Wohnung, wenn Sie in eine neue Wohnung einziehen, die eben schon jahrelang vermietet war, dann passiert meistens eins, die Fugen von den Fliesen. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, die werden grau, die werden siffig. Teilweise ist es sogar so, wenn ein Vormieter sich nicht wirklich um Schimmel gekümmert hat, dann frisst sich der Schimmel mit der Zeit in die Fugen rein, in diese Fugenmasse. Die kriegt man nie wieder sauber, wenn man nicht unsere beiden Fugenstifte hat. Weil das ist auch eine ganz tolle Sache. Diese Fugenstifte funktionieren so toll. Zwei von den Stiften reichen für 58 Meter Fugen.
Wie viel? 58 Meter. Ja, da kann ich mein ganzes Bad mit abarbeiten, ja, und wahrscheinlich auch noch die gesamte Küche. Weil für Küche ist das auch ein riesen Thema. Viele haben ja einen, so einen Fliesenspiegel hinter dem Herd. Mhm. Und wenn du da mal kochst, das ist bei mir auch schon immer, also dann spritzt natürlich mal was dran. Und du kriegst die Fugen nicht mehr richtig sauber. Dann du kannst da schrubben, wie du willst. Du kriegst die nicht mehr richtig toll. Und mit diesen Fugenstiften funktioniert das aber wunderbar. Und wir haben die ja in zwei Farben. Egal, genau, ob du eine weiße Fuge hast oder eine graue Fuge, dann setzt du den Stift ein, den du brauchst, und kannst es wieder richtig schön zaubern. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Also das ist fast wie so ein Lackstift. Das Tolle ist, dass das nachher nicht mehr runterzubekommen ist. Auf den Fliesen haftet der nicht, aber auf dem Beton, also auf den Fugen, mhm, haftet der perfekt. Entweder weiße Fliesen oder dann grau. Das sieht halt einfach wesentlich frischer aus. Wenn ich die Fliesen mal wieder neu gemacht habe, hat man so das Gefühl, man kommt in ein neues Bad rein. Denn die Fliesenfugen, je nach Alter eines Bades oder einer Küche, die können auch mal irgendwann ein bisschen anfangen zu bröckeln und porös werden. Hier kann man in kürzester Zeit Abhilfe schaffen und einfach mal sagen, so, ich mache mein Bad wie neu. Und das sieht wirklich aus wie neu, ne? Ja. Also das ist ein Vorher-Nachher-Effekt, der ist extrem. Das probieren Sie mal bitte zu Hause aus. Nehmen Sie sich den Fugenstift einfach, ein bisschen schütteln, wie so ein Edding quasi, und dann aufmachen und auftragen. Es funktioniert wie ein Edding auf Ihre Fugen und Sie werden sehen, der Vorher-Nachher-Effekt, der wird Sie begeistern. Das wird wie ein neues Badezimmer aussehen. Also ich bin da auch immer total, seitdem ich diese kenne, also ich bin hin und weg. Die sind echt super. Und Sie sehen es in der Handhabung, das kann jeder. Wenn Ihre Frau Ihnen schon länger an den Ohren hängt, du, wir müssen mal was mit den Fliesen machen, mit den Fugen machen, das sieht so schlimm aus. Schauen Sie sich mal hier den Effekt an. Einfach drüber ziehen, drüber malen und schon sehen die Fugen aus wie frisch verfugt. 4,66 Euro finde ich einen absoluten Kampfpreis, denn in Baumärkten kann man dafür ohne Probleme für einen Lackstift schon um die 6 Euro bezahlen. Oder mehr sogar. Ja, oder mehr. Und hier das Zweier-Set 4,66 Euro unter der Bestellnummer NC5431 und der 569. Sie werden begeistert sein. Ich werde es Ihnen sagen, Sie sind wirklich begeistert, wenn Sie das einmal ausprobiert haben, weil das ein ganz neues Gefühl ist. Es ist wirklich so, als ob man in der Küche zum Beispiel den Fliesenspiegel neu gefliest hat, ja, oder auch im Badezimmer. Das sieht aus wie ein neues Badezimmer. Also das ist so ein Vor-Nachher-Effekt. Es ist wirklich unglaublich. Stimmt. Es ist so. Also ich, ja, es bin ist da auch total so begeistert. Kann, es ist so. Ja, es, ja, ist wirklich. Es auch. Und für so kleines Geld. Probieren Sie es aus. Es ist tatsächlich so. Ja, du bist schon wieder glücklich, ne? Ich sehe das schon. Der Kai, der strahlt. Ja, das kann man auch. Also dieser Akkuschrauber hat in den letzten Wochen gezeigt, was er kann. Nicht nur bei uns im Einsatz, sondern auch bei der Testzeitschrift Chip. Und die haben den auf Herz und Nieren geprüft und haben klipp und klar gesagt, das ist die absolute Kaufempfehlung, denn sie haben bis jetzt keinen 18 Volt Lithium-Ionen-Akkuschrauber in der Hand gehabt hat, der von den Leistungsmerkmalen her so toll ist. Preis-Leistungs-Verhältnis überragend. Mhm. Und das ist auch kein Wunder. Erstens mal sieht er rattenscharf aus. Ich muss immer wieder sagen, dieses Froschgrün ist für mich das einfach die Farbe schlechthin. Das ist diese AGT-Line hier, ja, wirklich, die wir haben. Ich drehe ihn auch mal um, weil dann sehen wir es mal direkt hier, wie toll das gearbeitet ist. Wir haben hier wieder diese ganzen Vorzüge, die diese AGT-Line hat. Die hatten wir ja auch schon beim Schwingschleifer. Weil auch hier wieder, Sie sehen diese dunklen Bereiche zum Beispiel, hier unten auch am Griff, hier oben. Das ist alles so toll gummiert. Das ist wirklich toll in der Handhabung alleine. Die Farbe natürlich. Tolles Froschgrün. Ja. Schick. Ja, absolut. 19 Drehmoment vor Wahlstufen, Zweiganggetriebe. Also Sie brauchen auf nichts zu verzichten. Links- und Rechtslauf ist natürlich selbstverständlich. Aber 18 Volt Lithium-Ionen-Technik. Und die Chip hat das mal getestet, weil wir sagen Ihnen ja, in einer Stunde ist der Akku wieder voll. Wie hieß es so schön bei der Chip? Wir haben es getestet, wir haben den Akku geladen, 58 Minuten. Perfekt. Und genau so soll es sein. Mit dem Ladeteil, also hier der Ladestation und einem 18 Volt Lithium-Ionen-Akku. Und ja, sieht so ein bisschen nach James Bond aus, wie du es gerade in der Hand hast. Echt so. Ja, aber der macht auch Spaß. Der liegt wirklich, ja, gut in der Hand, also auch für mich. Wir haben hier ganz tolle Extras noch mit dran, die man sonst auch immer extra noch bezahlen muss. Zum Beispiel hier, das ist dieser Halter, ja, für das Gerät, wenn man es an den Gürtel machen möchte. Wenn man mal die Hände frei hat, dann hängt man das quasi einfach dann an den Gürtel an. Zack, dann hat man den da fest. Hier hinten sehen Sie den tollen Akku mit drauf. Der ist auch ganz einfach zum Entnehmen. Also einfach hier vorne draufdrücken und abziehen. Zack, und dann wieder drauf. Also das geht auch ganz, ganz einfach.
Hier vorne zum Beispiel, das ist auch toll. Da sieht man direkt, wie weit der Akku auch geladen ist, von dem du gerade erzählt hast. Und Sie sehen, hier geht das Licht an. Und das beleuchtet dann Ihren Arbeitsbereich direkt. Also wenn ich hier meine Hand vorhalte, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, da wird meine Hand direkt erleuchtet. Also der Arbeitsbereich, wenn ich hier arbeite, ist dann immer hell erleuchtet direkt. Das sieht man dann sehr schön. Das ist auch noch so ein kleines Extra. Gerade wenn man mal unter einer Spüle oder so in der Küche oder im Badezimmer was schraubt, da ist auch manchmal ein bisschen duster. Ne? Und hier sieht man dann aber direkt, mein Arbeitsbereich ist toll hell erleuchtet. So, und Dampf hat er in allen Gassen. Die Chip hat nämlich mal hochgerechnet, wie viel Schrauben schafft er denn mit einer Akkuladung. Eine 5x60er Schraube ist so lang, 5 mm dick, das ist ein ganz schöner Kracher. Unser Akkuschrauber schafft mit einer Akkuladung 243 5x60er Schrauben, 243 Stück. Und das mit einem 18 Volt Lithium-Ionen-Akku. Die haben gesagt, das ist ja irre, dass ein 1300 mAh Akku so eine dermaßen Leistung angibt. Schauen Sie gerne mal bei Chip Online. Das macht richtig Laune, mit diesem Werkzeug zu arbeiten. Und Sie geben kein Vermögen aus, 61,66 €. Und Ari hat ja auch jedes Mal wieder gesagt, das ist irre, was dieser Akkuschrauber leistet. Das ist wirklich ein absoluter Knaller. Ist es auch, ist es auch. Und du kriegst hier für 61,66 € den Akkuschrauber zusammen mit dem Lithium-Ionen-Akku und dem Schnellladegerät. Das muss man sich mal überlegen. Andere Anbieter nehmen alleine 80 € nur für den Schrauber und du musst das Schnellladegerät und den Akku nochmal extra bezahlen. Diese Akkus sind ja alleine auch schon sauteuer. Und hier 61,66 € für das gesamte Set. Damit können Sie dann richtig loslegen und schrauben. Ja, und deswegen sollten Sie sich den auch zulegen, denn gerade bei dem Umzug müssen viele Möbel zusammengebaut oder besser gesagt erstmal abgebaut und dann wieder zusammengebaut werden. Ein Akkuschrauber braucht jeder im Haus. Okay. Wenn Ihnen der jetzt aber zu groß ist und wenn Sie sagen, ich brauche irgendwas Kleines für die Schublade, was ich immer greifbar habe. Hast du da auch was? Ach, du hast immer was parat. Kai, toll. Ein klein. Da. AGT hat immer was parat, so müsste man es eigentlich ausdrücken, denn das ist unser kleiner Lithium-Ionen-Pistolen-Akkuschrauber. Und der hat jetzt den entscheidenden Vorteil, dass er erstmal wirklich wie eine Pistole aussieht. Ja, tut auch. Und der ist auch wirklich klein und handlich und dann kann man hier so schön... Nein, jetzt kommen wir zu was ganz Wichtigen. Nach vorne ziehen und unten die Trommel drehen. Das heißt, hier habe ich immer in einer Trommel 6 Bits, je nachdem, welche ich zum Arbeiten brauche, in dieser Trommel drin. Und dann brauche ich eigentlich den Akkuschrauber nur nach vorne zu ziehen, mir oben über die Lupe anzugucken, welchen von meinen Bits brauche ich denn jetzt. Das ist wirklich so praktisch. Ich muss nicht mehr extra ein Bit wechseln. Ich habe das alles im Gerät drin. Und dann schiebe ich den wieder zurück und habe die unterschiedlichen Bits. Sie können natürlich auch Ihre normalen Bits verwenden. Aber hier sind die sogenannten Nickel-Titan-Beschichteten drin. Das heißt, diese gelblich-goldenen glänzenden, die sind ungefähr 600 mal härter von der Oberflächengüte als die normalen Chrom-Vanadium-Bits. Und das ist einfach eine praktische Sache. Der kostet bei uns 28,41 €. Und das ist wirklich ein Traum für den Preis. Rennt wie verrückt. Mhm. Könnte sein, dass der im Laufe des Tages auch wieder ausverkauft ist. Wir haben nämlich nicht mehr allzu viel. Das ist ein richtig schöner AGT Professional Pistolen-Akkuschrauber. Ja, schön, ne? Ist er auch. Er macht richtig viel Spaß. Also, du hast ja auch... Ganz, ganz einfach, also mit dieser Lupe um, das geht relativ gut, man kann da direkt reinschauen. Ich kann mir auch die Bits in die Trommel hier oben reinmachen, die ich brauche quasi, ne? Ja, genau. Man kann also entweder die Trommel nehmen, die im Lieferumfang mit drin sind, dreimal Schlitz, dreimal Kreuz, oder natürlich auch noch nachkaufen bei uns für kleines Geld. Das ist nämlich original AGT-Herstellerqualität. Und dann habe ich eben Torx, Inbus, Kreuz, Schlitz, alles das, was ich benötige, jeweils in der passenden Trommel. Aber wenn Sie natürlich Ihre alten Bits, 25 mm, Meter lang nutzen wollen, können Sie die auch reintun. Rausfallen können die alle nicht, denn innen drin ist diese Bit-Trommel magnetisch. Und da ist auch noch was ganz Wichtiges, denn Sie wollen ja auch mal wissen, wie es Ihrem Akku geht. Ne? Das kannst du hier oben ganz einfach erkennen. Also Akkustandsanzeige hier immer toll integriert. Und dann geht das ganz einfach. Einfach mal nachladen, zack. Und hier umdrehen, den Bit suchen, den ich brauche. Warte, den da, zack. Und wieder runter und schon kann es weitergehen. Da kriegt Nachladen eine ganz andere Bedeutung. Ja. Ne? Das ist wirklich so toll. Und für das Geld ist das wirklich ein Knaller. Lithium-Ionen-Technik, man kann es nicht oft genug sagen, auch noch drin, in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Kein Memory-Effekt, also ich habe lange was von dem Gerät. Und der ist auch klein und handlich, der passt in jede Schublade, ne? Also in die Küche einfach mit rein, dann hast du immer so einen Akkuschrauber. Gerade wenn du auch mal Möbel aufbauen musst, toll. Ha, du holst aus der Schublade, zack, legst du los. So, und natürlich heißt es immer so schön, wo gehobelt wird, fallen Späne. Oh, und da haben wir jetzt auch noch was für Sie, denn... Wenn Sie jetzt in einer neuen Wohnung sind, im neuen Haus sind und jetzt endlich mal anfangen, die Regale an den Wänden festzumachen oder Bilder aufzuhängen, dann funktioniert das meistens mit Schrauben und Dübeln.
Mhm. Ja. Das Problem ist immer, dass entweder die Frau schon wieder kreischt, Moment, warte, erst mal den Staubsauger holen, dann stehen da zwei Mann an einer Wand für zwei Löcher. Mhm. Ja, totaler Aufwand. Ja, Frau, bei uns ist das auch immer so. Alter, ne? Ich muss immer unten stehen, dann mit dem Staubsauger immer halten und mein Bruder schraubt dann zum Beispiel okay. immer, und damit das nicht runterrieselt. Gerade wenn du ja auch irgendwie diese Steine hast, diese roten, ne? Dann läuft dieses Rote Ziegel, ja. an der Tapete lang, das kriegst du nicht mehr ab, das musst du direkt mit dem Staubsauger einfangen. Stellen Sie mal vor, dann dieser rote Ziegelstaub geht auch noch in den Teppich runter, auf die Sockelleisten, wenn er sich unten will. Die Sockelleisten mit ganz Acryl schlimm. Abgezogen sind, setzt sich das so in diesem weißen Acryl auch noch ab. Hier, sein. Kann man jetzt nicht durchgucken, haben wir eine ganz tolle Lösung für Sie. Gibt es im Baumarkt für 10 bis 20 Euro, bei uns für 3,71 Euro ist ein sogenannter Bohrstaubfänger. Das, was Kati gerade zeigt, ist eine Moosgummiauflage vorne. Das bedeutet also, ich mache meine Wand auch nicht kaputt. Denn nee. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn einmal so ein Ziegel irgendwo ein Loch hat, rutsche ich mit meiner Schlagbohrmaschine durch und habe sofort so einen schwarzen Ring um mein Bohrloch. Mhm. Das kann erstens mal nicht passieren und zweitens ist alles das, was an Bohrstaub aus der Wand kommt, nachher innen drin in unserem Bohrstaubfänger aufgefangen. Sie können hier Bohrer bis zu 10 mm Durchmesser verwenden. Ich habe mir den vor einer Zeit bei uns im Outlet auch mitgenommen, denn für so kleines Geld so einen tollen Helfer, das kriegen Sie sonst nirgendwo. Bitte schön, hier, sehen Sie mal, wie das funktioniert. Einfach mal durch einen Stein durchbohren und ja, da staubt nichts. Ne? Nee, das geht da alles direkt rein, dann hast du nichts, was irgendwie runterbröselt, sondern das ist hier alles in dem Bohrstaubfänger. Also eine tolle Sache, gerade wenn man halt wirklich viel bohrt, ist das dann super sauber auch. Mhm. Und da muss man sich keine Gedanken mehr machen, sondern alles wird eingefangen. Und ganz, ganz einfach, und 3,71 Euro. Das gehört wirklich in jeden Hobbykeller quasi. Ja, in jeden Handwerkskoffer, je nachdem, wo Sie unterwegs sind. Auf jeden Fall ist es eine Ausstattung, die der Handwerker immer mit dabei haben sollte, sobald er auf die Idee kommt, irgendwo ein Loch zu bohren. Die PE 3387 und die 569 für diesen tollen Helfer. Also da sollten Sie sich ranhalten, damit Sie einen kriegen. Denn unsere Bohrstaubfänger, die haben ein Problem, die sind ständig ausverkauft. Ja, die sind andauernd ausverkauft, aber für 3,71 Euro, da bestellt den ja auch, glaube ich, jeder mit. Also ja, direkt anrufen, wenn Sie auch so ein kleines, tolles Gerät haben wollen. Unter der 0180 51 51 3x2. Und Sie wissen es, Sie können so oft anrufen am Tag, wie Sie möchten. Sie zahlen da nur einmal Porto und Versandkosten. Da Ihre Bestellung zusammengefasst werden. Also ruhig, wenn Sie was sehen in der Sendung, eine Kleinigkeit, direkt anrufen. Bei der nächsten Sendung, wenn Sie wieder eine Kleinigkeit sehen, auch direkt anrufen, das ist kein Problem. Die Kollegen im Callcenter freuen sich natürlich immer und wir freuen uns auch, dass Sie dann so fleißig bestellen. Gerade solche kleinen Helfer, die sind natürlich immer heiß begehrt bei Ihnen. Ja, das ist den Alltag so erleichtert. Ja? Ja? Das ist einfach kein Aufwand mehr, ständig diese Rennereien, Staubsauger zu holen. Die Frau, ja, bist jetzt endlich fertig. Man kann ja auch ein paar andere sinnvolle Dinge machen. Jetzt kommen wir noch zum Thema, das kann man immer am allerbesten. Ich habe das jetzt so oft gemacht, aber ich zeige es Ihnen einfach nochmal. Denn das ist normalerweise das Thema, wie man, wenn man mehrere Schrauben braucht, ja, dann seine Schrauben festhält. Ja. Das ist nicht wirklich lecker. Nee, weil du stehst ja auf der Leiter mit dem Schrauber quasi und versuchst dann immer, ne? Ja. So, dann fällt mir einer nach der anderen raus. Wir machen das ganz anders. Ich mache einmal so und dann mache ich einmal so. Warum habe ich das jetzt an der rechten Hand? Ganz einfach, weil ich Rechtshänder bin. Also habe ich meine linke Hand frei, mit der rechten habe ich den Akkuschrauber. Nehme mir einfach eine Schraube runter, setze die nächste an. Und da passt eine ganze Menge an Schrauben drauf. Egal, was Sie an Schrauben haben, Sie haben sie immer griffbereit. Ich nutze den zum Beispiel auch beim Modellbau, wenn es so kleine Madeninbusschrauben oder sowas sind, die ich rausschraube und ich möchte, dass die irgendwann im Teppich verschwinden. Dann lege ich die auch einfach drauf. Die sind nämlich perfekt zu sehen. Und wie viel hier drauf passt, das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Und ich packe jetzt hier mal ordentlich Zeug. Magnetischer Kleinteilehandhalter mit elastischem Armband. Also es passt auch wirklich um jeden Arm drum. Einfach mit einem Klettverschluss schön dann verschließen. Und da passen ordentlich Schrauben drauf. Und Sie verlieren halt nichts mehr, sondern haben das immer direkt am Handgelenk. Weil hinterher, es fehlt ja immer irgendeine Schraube. Ja, natürlich. Es ist immer so. Wie, ich brauche doch jetzt, wo ist sie denn? Da war doch noch eine. Ja, die ist dann irgendwo weggekommen. Hier jetzt nicht mehr, denn die haben Sie immer am Handgelenk. Wenn Sie selber Innenausbau machen, vielleicht gerade dabei sind, sich eine neue Holzdecke reinzuschrauben, da gibt es ja diese kleinen 3x12er Schrauben, die ständig in der Hosentasche reingreifen. Sie pieken sich die ganze Fingerwund. Hier nehmen Sie einfach mal 20, 25 von den 3x12er Schrauben, packen die hier drauf. Kein Griff mehr in die Hosentasche, sondern einfach nur
Schrauben, eine nehmen, Schrauben, eine nehmen. Einfacher geht das gar nicht. Das ist so ein toller Helfer, wenn es um Schrauben, können natürlich auch Nägel sein, geht. Also das ist ein praktischer Helfer in jeder Situation, wo ich nicht ständig von der Leiter auf die Leiter, von der Leiter auf die Leiter möchte. Für 3,71 Euro ist es einfach ein Artikel, den ich mir mitbestelle, denn den kann ich immer gebrauchen. Ja. Das denke ich auch. Und das ist auch gerade für die Damen vielleicht auch für die Frau einen mitbestellen, wenn die gerne näht. Weil da ist es auch oft das Problem, dass man dann die kleinen Nadeln oder so hat, die irgendwo verloren gehen. Hier nicht mehr, weil es passt selbst um die kleinen Frauenhandgelenke. Selbst bei mir, schau mal einfach drum. Zack, ja. Mit dem Klettverschluss, dann habe ich das drum. Und dann kann ich da auch Sachen drauflegen. Also es ist wirklich ein toller Helfer für kleines Geld. 3,71 Euro unter der Bestellnummer NC5116. Und der 569 kommt der zu Ihnen nach Hause. Ganz, ganz tolles Zubehör hier. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie haben einige Produkte gesehen, die Sie brauchen konnten. Und dann können Sie ganz viel selber machen und sparen ganz viel Geld. Ja, also ran ans Thema Umzug oder Renovieren. Einfacher geht es wirklich nicht.